Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Habe ich dich aufgeschreckt, gute Fee? Tja, wir haben eine neue Aufgabe. Abmachung des Tages wie eine warme Umarmung. Olaf braucht deine Hilfe bei etwas Ungewöhnlichem. Sprich mit Olaf. Dann wollen wir mal mit Olaf sprechen. Aber vorher schauen wir in den Laden. Genau, da wollen wir mal reinschauen. Genau, man muss direkt die Nase davor halten, damit man die Uhrzeit sieht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aha, aha. Alalalala. Ja, müssen wir kaufen. Haben wir noch nicht. Denn wir kaufen alles, damit wir alles haben. Haben wir nicht. Ja, von den Kleidungen haben wir wenig. 25.000. Hallo. Ja. Verständlich, verständlich. Ich weiß immer noch nicht, wie die Preise zustande kommen. Aber zum Glück muss ich die mit aus meiner eigenen Tasche bezahlen. Ich dachte, das hätte ich schon. So, gut. Anscheinend gibt das 375.000 verschiedene Farben und natürlich kostet das 100 Milliarden Billiarden Gold. Plus, minus. Und diese Frisur. Hallo. Ja, irgendwie ist das Spiel eigentlich nur für weibliche Charaktere. Aber naja. So, schwarzes T-Shirt-Kleid. Wer zieht sowas an? So, was haben wir hier oben? Haben wir nicht. Kaufen wir. Auch unrealistisch. Ich weiß nicht, 450 Euro? Von den Sachen haben wir fast immer alles. So. Dann, also ich habe geschaut, von den Kleintieren, die ich noch nicht habe, wäre das da gewesen. Aber es ist 17.08 Uhr am 10.10. Und ja. Wird wohl nichts. So, genau. Kleidungsset. Zum einfach mehr von dem, was wir nicht brauchen. So, gut. Also, suchen wir schnell Olaf. Ein Riesenstein, den machen wir kaputt. Ah, ich muss mir noch was Essen holen. So. Erstmal hier lecker rotes Fruchtsuppe. Oh, ich habe ja vergessen, ich habe hier noch einen Möbelbeutel. Den schauen wir uns mal an. Jetzt habe ich wahrscheinlich etwas drin, das ich gerade gekauft habe. Blauer Kleiderschrank. Ich glaube, das ist von Cinderella. Lassen wir uns überzeugen. So, dann scrollen wir mal runter. Das sind Dream Level, haben wir immer noch nicht die zwei Möbel, die es hier gibt. Das war Ratatouille, die Schöne und das Biest. Ralf Reichts. Cinderella. Nee, das war nicht von Cinderella. Na, scrollen wir mal weiter und schauen mal, von wem das ist. So, bald haben wir es. Da gibt es einfach verschiedene Hängematten. Cool. Dann haben wir es bald. Das ist einfach... Oder habe ich das schon gehabt? Egal. So, Olaf, wo bist du? Ach, da unten ist er ja. Hier irgendwo. Da ist er ja, da wartet er die ganze Zeit auf mich. Oh, hallo! Oh, ich bin so froh, dich zu sehen, Ray-Ban. Ich weiß, dass du mir bei meinem Problem helfen kannst. Ursula hat mir bezaubertes Stoff dir geschenkt. Oh, es ist so niedlich. Was hat sie als Gegenleistung verlangt? Gegenleistung? Nichts. Sie hat es mir einfach gegeben. Das war sehr nett von ihr. Aber es sah ein bisschen schmutzig aus, also habe ich es gewaschen. Seitdem produziert es seltsamen schwarzen Rauch. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht, Ray-Ban. Es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, aber ich glaube, Ursula hat versucht, ihre Magie für irgendeinen bösen Plan einzusetzen. Bitte sei nicht traurig. Bist du sicher, dass du keine Abmachung mit ihr getroffen hast und das vergessen hast? Lass uns deine Rache planen. Nein, ich würde mich definitiv an so etwas Lustiges wie eine Abmachung erinnern. Oh. Hey, glaubst du, es ist Ursulas Art, sich Freunde zu machen, indem sie Abmachungen trifft und Streiche spielt?
Ich weiß, wir können ihr einen Freund bringen. Lass uns ihr das Stofftier zurückgeben, nachdem wir es repariert haben, natürlich. Ich möchte außerdem, dass sie weiß, dass ich ihr nicht böse bin und dass ich auch ihr Freund sein will. Nichts sagt das so gut wie ein Blumenstrauß. Den machst du gerne. Kannst du mir dabei helfen, Ray-Ban? Würdest du das tun? Klar, ich würde dir helfen. Lass uns Ursula zeigen, was es heißt, nett zu sein, weil du mein Freund bist. Du bist zu nett. Bist du sicher, dass du dich nicht rächen willst? Da hätte ich ja das Erste als rächen. Ja. Oh, danke, Ray-Ban. Ich wusste, du würdest das verstehen. Dann hätte ich die Erste. Ich sollte meine Sätze auch mal beenden. Ja, okay. Tut mir leid. Wir sollten. Da hätte ich den Text mit diesen Rache, bla bla bla, nehmen sollen. Da hätte es Sinn ergeben, aber naja. Oh, danke, Ray-Ban. Ich wusste, du würdest das verstehen. Yay. Oje, wie sieht der denn aus? Bis bald. Benutze eine Werkbank um Reparierstoff. Olaf Stofftier, stelle Blumenstrauß her. Okay. Wir haben gespannt, welchen Blumen. Olaf Stofftier. Dafür brauchen wir 2 Phasen und 10 Baumwolle. Zum Glück haben wir Baumwolle. So, und dann den Blumenstrauß. Weiße Passionslilie, rote Bromelie und blaue Passionslilie. Gut. Bringe die Geschenke für Ursula zu Ursula. Für Ursula zu Ursula. Ursula. Gleiten wir mal hier runter. Gleiten. Ah, hallo Ursula, aka Vanessa. Ja, genau, ich muss dich wegpushen. Ja! Was ist das? Wie bist du an dieses Stofftier gekommen? Und welche Bedeutung hat dieser Blumenstrauß? Olaf hat ein kleines Geschenk gebadet, was offenbar deinen Zauber gebrochen hat. Und anstatt wütend zu sein oder sich zu rächen, hat er mich gebeten, es zu reparieren und es dir mit ein paar Blumen zurückzubringen. Um sicherzustellen, dass du weißt, dass du geschätzt wirst. Ich glaube, er wird dein Freund sein. Manchmal ist es die beste Rache, nett zu sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bekomme so selten Geschenke. Es ist schön. Wirst du emotional? Sei nicht albern. Ich will nur die Freundlichkeit des Schneemanns anerkennen. Ich wollte nur den kleinen Narren ausspionieren und herausfinden, wie Elsa so eine Kreatur erschaffen hat. Aber ich nehme an, ich habe etwas viel Wertvolleres gelernt, oder? Danke für den Blumenstrauß, Ray-Ban. Ich erkenne deine Arbeit. Und danke für all deine Hilfe. Niemand war so hilfreich für mich, seit ich meine kleinen Pupsis verloren habe. Du erinnerst mich so sehr an ihre Hingabe, dass ich dir das schenken möchte. Danke, dass du ein wunderbarer Assistent bist und eine der seltenen Kreaturen, die ich Freund nennen kann. Und jetzt lauf los, Fischlein. Abmachungen schreiben sich nicht von selbst. Tüdelü. Warum bist du noch hier? Kusch, kusch. So, oh, ist das schön. Voilà. Oh. Voilà. Moment. Das ist schon schön. Bisschen klein, aber fein. Sonst haben wir die Aufgabe schon geschafft. Nach fast 10 Minuten. Zuerst mal. Obla. So, Sets für Möbel. Wird wahrscheinlich bei Ariel die Meerjungfrau sein. So, wo haben wir denn das? Ariele. Wäre halt schön. Da ist es. Statuen von Plotsam und Jetsam. Hab schon mehr schon. So, jetzt haben wir die Aufgabe geschafft. Jetzt haben wir keine weiteren Aufgaben. Ich weiß jetzt nicht, ob
das Vergessen noch weiter aufgekommen hat, haben wird. Ich weiß nicht, wie viele noch kommen. Dann können wir ja ein bisschen hier wieder auf den Garten von Wally plündern. Der hat das ja für uns gepflanzt. Ja, und dann Blumen von das Biest nehmen. Ja. Diese Aufgaben sind eigentlich irgendwie schnell fertig. Ich war Biest. Ja. Ja, damit. So. Okay. Müssen wir lehren. So. Will ja echt nichts sagen, aber Moment. Wie macht man denn das? So. Also Charaktere. Es ist ja Halloween Season. Jetzt habe ich verloren. Wo ist er denn? Stitch da. Stitch Süßes oder Saures auswählen. Hi there. Ja, echt denn so süß. So, jetzt haben wir ihm, upsala, sein Outfit gegeben. Genau. Aber hier weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll. Was soll ich hier platzieren? Nicht was? Oh, süß. So, also im Laden war wieder das Vergessen ohne Aufgaben für uns. So. Ich meine, da ist ein Stein. Weg, falsche Taste. Ja. Wir könnten ja hier weiter bauen. Oder nicht? So. Na, was war kaputt machen hier? Ich schau mal, wo die Ingame-Währungstruhe ist. So nenne ich sie. Ja, so nenne ich sie. Und na, ihr kleinen Füchse. Da ist ja Schnee. Was ich noch nicht aufgesammelt habe. Tja, wo haben wir. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe keine Erinnerung. Ich habe ein bisschen gefarmt, aber nur wenig. Schnee habe ich zu viel. So. La. Was können wir noch machen? Genau. Ich finde ja irgendwo die Truhe. Na? So. Achso, ich sollte vielleicht. Ja, ich habe keinen Platz mehr. Also muss ich Platz machen. Na gut. Na gut. Wir können ja. Ich weiß jetzt nicht, was, wie, wo, wann ich bauen möchte. Weil ich möchte auch diesen Weg haben. Aber in schöner. Warum nehme ich nur diese Pflanze? Denn ich gehe einmal nach Hause. Schnell nach Hause. Teleportieren. Oder besser gleiten. Aus dem Weg, Brunnen. Du nimmst meine Energie weg. Und du auch. So, denn jetzt gehen wir in den ersten Stock. Dann zeige ich euch mal, wie es da ausschaut. Wahrscheinlich nicht so wie bei euch. Nämlich auch nicht. Also erstmal hier. So, genau. Denn wir haben hier, ich will 4 davon, weil die sind irgendwie so selten. Da gibt es immer 2. Ich weiß nicht, wie viele. Wie viele. Habe ich den Pfad verloren? Wie lange das dauert, bis die nächsten kommen? Da muss ich wieder runter. Hier habe ich, glaube ich, keinen Platz. Nein, hier ist voll. So, also ich würde schon gern weiterbauen. Ich weiß auch nicht, wie viele Aufgaben. Ich glaube, weiß nicht, vielleicht war es ja die letzte Aufgabe mit Ursula. Ich glaube, da fehlt noch, wir kriegen, glaube ich, noch so einen Hocker oder so. Dann wollen wir hier mal alles auffüllen. Wir haben alles auf 50. Ich habe schon ewig nicht mehr geguckt. Gut, Zwiebeln haben wir nicht. Jetzt haben wir hier, ja, ein bisschen
Dingsbums hatten wir. Zuckerrohr. So, gut. Dann, was haben wir denn für Dreamlet-Aufgaben? Füttere eine Meeresschildkröte. Hm, nö. Wir haben ja gestern, in der gestrigen Folge, schon... Ich verliere den Faden immer so schnell. Die schwarze Schildkröte bekommen. Die schwarze Meeresschildkröte. Vielleicht sollte ich hier ein bisschen Weg bauen. Oder nicht? Ja, nein, vielleicht. So ein bisschen überall ein bisschen anfangen. So, dann nehmen wir diesen schönen Boden. Bodenlose Frechheit. So, dann schauen wir mal, wie viel wir dafür bezahlen müssen. Diesen schlammigen Pfad, aber in, oder... Machen wir erstmal das da. Was brauchen wir da? Lehm, ja, das ist gut. Und Erde. Ja, gut, dann machen wir hier zack, zack. Ach, 400. Ups. Oder habe ich jetzt, ja, gut. Dann schauen wir mal erstmal, wie wird das aussehen. Ja, damit. So, erstmal hier ein bisschen nehmen. Hier haben wir nichts. Gut, 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 gut. Mal Platz machen. Jetzt schauen wir mal. So, gut. Augen auf beim Bauen. Also da haben wir, davon haben wir 6 Stück. Wie sieht das aus? Kann man da nicht reinbauen? Alles entfernen. Und dann nehmen wir das da. Wie sieht denn... Achso, wahrscheinlich diesen Steinen können wir nicht. Ah, ist das blöd. Entfernen. Entfernen. So, dann... machen wir hier so zack. Das ist echt schade. Auf jeden Fall besser aus. So. So, dann haben wir das da. Das geht generell nicht. Okay, das geht nicht. Naja, dann müssen wir das so lassen. Das sieht ein bisschen blöd aus. So, Wege. Dann machen wir das von hier. Wie weit können wir hier bauen? Das geht alles nicht. So, tala. Das geht alles wunderbar. Kann man dich umdingsen, Gott, sehr schön. Dann haben wir hier... So, dann kommst du auch weg. Dann machen wir hier einen Weg. Ach, ja, das Bauen hier mag ich nicht so gern. Ich bin generell nicht jemand, der gerne baut, aber das ist echt so... Aber was ich schön finde, dass es alles so unterschiedlich ausschaut. So, lala, dann wollen wir hier mal gucken. Das über alles entfernen. Sehr gut. Dann haben wir hier... Moment. Liegt das... Mal kurz hier hin. Schauen wir mal, oder geht das? Also wahrscheinlich, weil der da ist. Oh Gott, 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 Gott. Na gut, das entfernen wir mal. So, dann bauen wir hier weiter. Sehr gut. Das baue ich ja mal schlecht. Ja, bauen, wie schon gesagt, das Bauen ist hier nicht so schön.
So. Das kann man nicht umpflanzen, aber das da. Dann alle entfernen. So. So, tala. Können wir ein bisschen hier verschönern. Wird ja Zeit. So, dann kann ich die Folgen sinnvoll voll machen. So, aber das Baum müssen sie echt mal überarbeiten. Das sieht echt bescheuert aus. Also, das ist echt bescheuert. So. Die Erde kommt woanders hin. Machen wir den Baum mal hier mal hin. Und das da. So kann ich das nicht nehmen. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass ich das nicht wegmachen kann. Erstmal hier abspeichern. So, und jetzt sagt mir nicht, das ist jetzt für immer hier gefangen. Ah. Uff. Habe ich ja aber Angst gehabt. Ja, entfernen wir das schnell. So, lala. Wie wollen wir das machen? So. Also das von der Breite her ist gut, wegen der Brücke und so. Dann machen wir mal weiter. So. Das lassen wir von der Breite her so. Dann bauen wir von Mirabels Haus bis in den Baum ein bisschen umstellen. Machen wir mal hier hin. Das können wir auch umstellen. Das wird sowieso irgendwie. Naja, lass es mal da, sonst verliere ich es ja für immer und ewig. So. Dann. Eieiei, also diese Steuerung hier ist ja furchtbar. Es kann auch sein, dass ich mich katastrophal anstelle. Uff, uiuiui. Also, nee, also das. Was ist denn das? Also, das Bauen hier ist echt... Ich weiß nicht, ob es verbuggt ist oder normal. Oder keine Ahnung, ob ich mich blöd anstelle. Na gut, dann wollen wir nicht... so. Dann... Also, ich finde es halt besser, wenn man es so lang ziehen könnte. Irgendwie gedrückt halt. Oder ich drücke mal Shift. Na, okay. Steuerung. Nee. Muss es echt immer so machen. Ja, bei Sims ist es besser, muss ich gestehen. So. Dann... Weiter geht's. Den Weg verbinde ich noch mit dem anderen und dann mache ich die Folge zu Ende. Dann habe ich doch ein bisschen die sonnige Ebene. Muss ich erstmal überlegen, wie heißt dieses Tal hier, dieses Biom nochmal? Habe ich dann fertig. Dann beende ich die Folge. So, wie findet ihr das? Baut ihr gerne hier im Tal? Bei Disney Dreamlight Valley? Oder sagt ihr, nee, nö, das mag ich überhaupt nicht? So, dann müssen wir das alles hier umstellen erstmal. Ich find's so lala. Dann machen wir das so. Vielleicht geht das so besser. Jetzt ist das schon mal verbunden. So, jetzt habe ich gesagt, ich verbinde es. Dann verbinden wir noch was anderes. So. Ja, dann machen wir das so. Ich habe Angst rauszuscrollen, weil, naja. So, was war das? Das ist nicht das, was ich wollte. So. Das ist echt... Ich mag's nicht.
So, wo ist denn der andere Weg? Den bauen wir mal ein bisschen aus. Ja, genau. Oder vielleicht gibt es auch bessere Möglichkeiten zu bauen. So, tala. Wie weit will ich denn den Weg haben? Das sollte reichen, oder? Wo bist du? Dahin, Hindernisse. Also, ich weiß nicht so recht. So, dala. Bis wohin will ich es denn haben? Muss ich mir schnell von Weitem anschauen. Ja, oder ich verbinde das so einfach. Ja. Bisschen Platz machen. So, das ist ja Katastrophe. Dann das alles entfernen, alles entfernen. Du musst auch weg, sonst kann ich da nicht bauen. So. Dann, so, verbinden wir das einfach jetzt schon mal. So, ist ein bisschen besser. Zwar nicht perfekt, aber es geht. Jetzt habe ich die beiden verbunden. Genau. Vielleicht soll der hier hinführen, oder? Muss ich noch überlegen. Also zumindest habe ich das jetzt verbunden. Dann... Wow. Soll ich da irgendwie... Kommt dann der schlammige Pfad. Muss ich mal überlegen. Oder nehme ich das da... Ist das eigentlich Boden? Oder ist das, kann man das gar nicht verändern? Naja. Also das lasse ich so. Das weiß ich noch nicht. Ob ich das so lasse. Und dann werde ich auch von hier so ein Weg... Ah ne, das ist so... Schauen wir mal. Und dann hier einfach... Dann verbrauche ich ihn einfach schon mal. So, Moment. Wie weit geht denn das? So. So, dann lass uns den Brunnen machen wir weg. Also woanders hin, einfach hier schnell. So. Und dann, wo der hinführen soll. Okay. Hallo? Kann ja auch irgendwas anderes hin. Hola. Irgendwas hinklatschen. Ich brauche den jetzt schnell auf und dann mache ich. Dann beende ich die Folge. Hallo. So, das geht, glaube ich, echt nur mit der Maus. So, wohin sollst du führen? Es kann ja sein, dass ich hier irgendwo was platziere. Ah, das ist so nervig. So, gut. Das... Okay, das müssen wir schnell wegmachen. Dann haben wir ein bisschen mehr Lehm. Okay, je länger ich damit warte, dauert das länger zum Speichern. Oh, ist das schön. Das klingt halt nicht so schön, aber okay. So, das müssen wir schnell kaputt machen. Dann würde ich das irgendwie so verbinden. So. Moment, so, dann fange ich von hier an. Wiege, dann schauen wir mal. Okay, dann lassen wir das so.
So. Gut, dann ist das fertig. Dann, du kommst hier irgendwo hin. Voilà. So, dann machen wir hier den Weg weiter. So. Dann bald haben wir keinen Weg und dann kann ich doch die Folge beenden. Und jetzt haben wir Ende Gelände. Wortwörtlich. So. Naja, gut. Dann, glaube ich, speichern wir das schnell so ab. Ja. Also, wie schon gesagt, ob es so bleibt oder nicht, das weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann. Und ich weiß auch nicht, was ich hier platziere. Also hier werden halt so mehr so Sachen hinkommen, die so in die Wüste gehören und so weiter. Also, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wie gefällt euch so die grobe Bauplanung? Ich weiß halt noch nicht, wie was alles bleibt. Und genau, also Daumen nach oben, abonnieren und dann natürlich das nächste Mal wieder einschalten bei der neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Ciao und bis zum nächsten Mal.